einmal gewesen zum Technischen. Liebe Katrin, danke für deine Zeit. Schön, dass du Gerne. da bist. The stage is yours und ich übergebe dir für die Keynote. Gut, vielen Dank. Ja, dann mal von meiner Seite noch hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt für diese Stunde, wo es eben gehen wird darum, wie kann man Demokratiebewusstsein fördern. Ganz kurz, also eben Fragen bitte immer gerne. Ich werde euch auch die Präsentation nachher zur Verfügung stellen und ja, auch sonst über was ich erzähle an Material oder so, könnt ihr dann gern haben, wenn Interesse besteht. Ja, was erwartet euch jetzt in dieser Stunde? Also, ich werde euch kurz ein bisschen was zur Fachstelle Beteiligung SD sagen, also warum ich da jetzt überhaupt über Demokratiebewusstsein sprechen kann. Dann werden wir kurz schauen, also Demokratie, was heißt das überhaupt und wie steht es um Demokratiebewusstsein und Demokratie in Österreich und auch international? Was steigert die politische Beteiligung, sprich das Wählengehen, weil wir stehen ja jetzt auch in allen Teilen außerhalb von Graz in der Steiermark vor einer Wahl. Und ich werde euch auch ein bisschen vom aktuellen Material, vom Projekt Alt genug und auch ein paar Methoden so zur Demokratieförderung vorstellen. So, und jetzt sollte ich eigentlich meine Präsentation einfach weiterschalten können, stimmt's? Ja, hast du schon weitergeschaltet? Das ist noch nicht das jetzt. Passt, okay. Perfekt. Kleine Verzögerung. Ja, also die Dagmar hat es eh vorweg schon, hat ja schon so ein bisschen Werbung gemacht, auch für unsere Social Media Kanäle. Ja, wir als Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bürgerinnenbeteiligung, beteiligung.sd, sind die Fachstelle, wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen eine Mitsprachemöglichkeit zu geben. Und wir sind auf verschiedenen Ebenen dabei aktiv, also kommunal, aber auch regional und auf Landesebene. Ein wichtiger Bereich für uns ist eben, wie gesagt, Kommunen dabei zu unterstützen, Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Und ein wichtiger Schwerpunktbereich, das kann man auch nicht immer ganz so voneinander trennen, ist eben politische Bildung. Ja? Wir haben da einige Angebote. Da könnt ihr euch eben auch über unsere Social-Media-Kanäle oder über unsere Website Beteiligung SD genauer informieren. Ich werde das jetzt nur kurz anreißen, was wir da so anbieten. Und ja, wie gesagt, bei genauerem Interesse einfach dann nachschauen online. Wir bei politischer Bildung denkt man ja natürlich in erster Linie an Jugendliche ja, im Wahlalter, vorm Wahlalter, ganz klar. Wir haben auch mit Jugendlichen angefangen, also Beteiligung SD gibt es ja schon seit 2007. Es hat sich dann mit der Zeit gezeigt, dass es auch schon für die Jüngeren Formate braucht und wir haben seit einigen Jahren ein Format, das heißt Beteiligung von Anfang an, wo es darum geht, bereits im Kindergarten mit Beteiligung und Demokratiebildung zu beginnen, also damit, dass Kinder sich eben für ihre Interessen einsetzen können, dass es eben Mitsprachemöglichkeiten wie Kinderkonferenzen gibt und so weiter. Also da begleite ich jetzt bereits seit 2014 Kindergarten, Hort, auch Kinderkrippeneinrichtungen dazu, dass sie sich Gedanken machen, wie können wir Kinder mitbestimmen lassen und ihnen Demokratiebildung von Anfang an zukommen lassen. Dann gibt es auch Kindergemeinderäte, die Kolleginnen und Kollegen von mir begleiten und auch Jugendräte. Also der steirische Panther mit den roten Hörnern ist bei uns halt das Zeichen für die mutigen Kinder in den Gemeinden, die sich einsetzen für die Interessen vor Ort. Und wir machen auch wieder ganz andere Formate, also sowas wie Planspiele, wo Jugendliche in die Rolle schlüpfen von Politikerinnen und Politikern und Entscheidungen treffen müssen für zum Beispiel ein fiktives Land, in dem sie eine Ministerin oder ein Minister sind. Also das heißt, auch solche Angebote haben wir im Moment natürlich stillgelegt. Der Jugendlandtag, den haben wir in den letzten Jahren mehrere Male organisieren und ausrichten dürfen. Also da sind Jugendliche selbst als Landtagsabgeordnete in den Landtag eingezogen. In der Präsentation nachher sieht man da auch noch ein paar Bilder, Eindrücke davon. Der letzte war im Frühjahr 2019. Und ein sehr wichtiges Projekt, auch Mitmischen im Landhaus. Da kommen jedes Jahr so zwischen 600 und 700 Jugendliche
allermeistens in Schulklassen ins Landhaus und wir arbeiten in Werkstätten mit ihnen so rund ums Thema Politik, steirische Landespolitik. Sie treffen auf Abgeordnete aus allen Parteien, können Fragen stellen, also in eine Gesprächsrunde mit ihnen treten. Sie beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Medien und Politik und so weiter. Also auch da könnt ihr gerne online nachschauen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, mitmischen.steiermark.at. Und dieses Mitmischen gibt es auch auf kommunaler Ebene in Graz, auch in Trofeiach schon seit einigen Jahren und hat es auch zwischendurch einzeln gegeben, zum Beispiel in Leibniz. Ja. Also das heißt, wir versuchen möglichst viele unterschiedliche Angebote zu setzen, wo Kindern, Jugendlichen eine Stimme gegeben wird, einfach um ihnen schon möglichst früh beizubringen sozusagen oder die Möglichkeit zu geben, sich an einer demokratischen Gesellschaft zu beteiligen. Ja. Weil wir wissen, also das Leben in einer demokratischen Gesellschaft braucht Vorbereitung. Und deswegen, wie gesagt, fangen wir da auch schon mit Kindergartenalter an, da drauf zu schauen. Und da finde ich einen Satz sehr wichtig vom Oskar Negh, der so ein Sozialphilosoph ist und auch Pädagoge. Und der ihm sagt, eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss. Alle anderen Gesellschaftsordnungen bekommt man so. Das heißt, das ist, man wächst natürlich ein Stück weit hinein. Ja? Und das wollen wir eben auch, indem wir das Leben zum Beispiel in einer Kindergarteneinrichtung oder Schule oder in einem Hort nach demokratischen Prinzipien gestalten. Aber es gilt natürlich auch einiges wirklich so zu lernen. Ja? Das bringt das Leben in einer demokratischen Gesellschaft einfach mit sich. Ja, aber was heißt das überhaupt, also Demokratie? Wann ist ein Staat eine Demokratie und wann spricht man von demokratischem Leben? Also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nur, dass jetzt klar ist, um welche grundsätzlichen Prinzipien es da geht. Das ist einerseits, dass jeder eine persönliche, also jeder Einzelne hat eine persönliche Freiheit, ja, und soll auch, für diese Freiheit soll auch geschützt werden. Das heißt, es braucht einen Rechtsstaat, um die persönliche Freiheit zu schützen, die in einer Demokratie ein extrem hohes Gut ist. Das andere ist, es braucht politische Gleichheit, also im Sinne von gleichen Zugangschancen. Und damit ist jetzt in dem Fall sind die Zugangschancen zu Wahlen gemeint, zum Beispiel, also zu politischer Beteiligung. Das heißt, es gibt bei uns ein gleiches Wahlrecht. Natürlich kann man da kritisieren, es sind viele ausgeschlossen vom Wahlrecht, also die eben jetzt zum Beispiel keine österreichischen Staatsbürger sind, außer auf bestimmten Ebenen, wie auf der Gemeinderatsebene, ja. Aber grundsätzlich sozusagen für alle, die wahlberechtigt sind, gibt es einen gleichen Zugang zu Wahlen und zu Partizipation. Und diese Freiheit und diese Gleichheit brauchen auch Kontrolle. Und das ist einerseits eben dadurch gewährleistet, dass es eben eine Gewaltenteilung gibt, also eine Machtverteilung eben in bekannt Legislative, Exekutive und Jurisdiktion. Und dadurch soll natürlich auch eine gewisse Kontrolle, eine gegenseitige dieser drei Mächte sozusagen gewährleistet sein. Und andererseits natürlich, und das ist auch eine ganz wichtige Kontrolle, ist es einfach durch die politische Partizipation. Also einfach dadurch, dass wir wählen gehen, vielleicht jemanden abwählen sozusagen, das Volk oder jemand anderer gewählt wird, dadurch gibt es eine gewisse Kontrolle. Ja? Das darf man nicht unterschätzen, also dass eben Wahlen auch eine Kontrollfunktion haben. Österreich ist ja eine parlamentarische Demokratie, ja, also das heißt, die Regierung hat sich auch dem Parlament gegenüber zu verantworten, ja. Es gibt eben ja auch andere Formen der Demokratie, also zum Beispiel wie in den USA, präsidentielle Demokratie, da hat der Präsident einen anderen Status, also da ist er gleichzeitig auch das Staatsoberhaupt und hat ihm nicht dieselbe Verantwortung gegenüber dem Parlament wie bei uns. Also da gibt es schon auch wirklich Unterschiede in Demokratien. Also Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Demokratie ist jetzt auch in dem Sinn, also natürlich hat man da oft so eine Vorstellung, dass das so was Fixes ist, aber das ist eben nicht statisch. Also gibt ja auch noch gar nicht so lang Demokratien, ganz klar. Und es ist auch in einem ständigen Veränderungsprozess. Also auch jetzt merkt man das wieder natürlich auch durch die sozialen Medien und die Diskussionen, die da drinnen entstehen oder ja durch neue Protestformen und so weiter, dass Demokratie was ist, was in ständiger Bewegung ist. Trotzdem gibt es eben doch sehr festgelegte Kriterien, eben wie eben die Freiheit, die Gleichheit und eben diese Machtverteilung,
die eben Demokratien ausmachen. Man kann nach diesen bestimmten Kriterien in Demokratie auch messen. Und da möchte ich euch ganz kurz vorstellen, eben vom Economist gibt es seit 2006 einen Index, der weltweit Demokratie misst, ja, und da eben Unterscheidungen trifft, wie stark eine Demokratie ist oder eben wie schwach oder eben ob es gar keine Demokratie ist. Ja. Und wenn man jetzt so schaut, also im 20., 21. Jahrhundert, also wenn man vergleicht 1920, hat es weltweit 30 demokratische Staaten gegeben. Das war dann großen Schwankungen unterlegen. Also es ist dann, hat zwischendurch ein bisschen mehr Demokratien gegeben, dann in den 60er Jahren, in den 70er Jahren ist es wieder zurückgegangen. Dann durch den Fall des Eisernen Vorhangs ist es angestiegen. Heute gibt es 76 demokratische Staaten auf der ganzen Welt. Und das werden wir uns jetzt ein bisschen anschauen, weil eben jetzt nach diesem Economist-Index wird da noch einmal unterschieden bei den Demokratien. Und zwar einerseits in vollständige Demokratien. Also das bedeutet, dass wirklich bürgerliche Freiheitsrechte gelebt werden und auch wirklich bestärkt werden. Also dass es eben einen Einsatz dafür gibt, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte wahrnehmen, ja, und sich beteiligen. Also das fängt eben an natürlich mit Kinder-Jugendbeteiligung und geht eben dahin bis zu, also dass die Medien halt frei berichten können und so weiter. Und da hat Österreich den 16. Rang. An erster Stelle ist meistens, also sind Norwegen, Island, Schweden, ja, also die nordischen Länder. Es gibt insgesamt nur 20 Länder, die nach diesem Index als vollständige Demokratien gelten, muss man jetzt sagen. Also es ist sicher ein sehr strenger Index, sage ich mal. Und wie wird da gemessen oder wie wird das auch erhoben? Also da werden Experten, Expertinnen Interviews geführt dafür. Und es werden auch Umfragen in den Ländern gemacht, soweit es möglich ist, weil es ist ja gar nicht überall natürlich auf der Welt möglich, Bürgerinnen und Bürger zu befragen, ganz klar. Also das heißt, da muss das dann auch eingeschätzt werden. Und es wird bei diesem Index geschaut darauf, wie findet der Wahlprozess, also wie funktioniert der Wahlprozess, sind Wahlen gerecht, ja, auch wie funktioniert der Regierung, also sind die Abgeordneten zum Beispiel frei gewählt. Aber es werden eben auch solche Kriterien erhoben und das finde ich sehr wichtig und deswegen finde ich diesen Index nicht so schlecht, wie die politische Teilhabe ist. Also wie viele Menschen verfolgen Politik zum Beispiel über die Medien? Ja? Also wie viele Menschen nutzen auch das Wahlrecht? Es gibt ja Länder, wo kann man gar nicht vergleichen mit Österreich, also wo 20-30% nur zur Wahl gehen. Ja? Auch in den USA ist ja die Wahlbeteiligung deutlich niedriger als in Österreich. Also und genauso sind zum Beispiel die Bürgerrechte eine Frage, der nachgegangen wird. Also gibt es Folter in dem Land oder so. Ja? Also mehrere Faktoren werden da berücksichtigt, ein relativ breiter Index. Und neben den vollständigen Demokratien gibt es dann eben so unvollständige oder fehlerhafte Demokratien, nennt man das. Da zählt zum Beispiel eben auch die USA dazu, aber zum Beispiel auch Italien. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Zustimmung zur Demokratie in der Bevölkerung nicht hoch genug ist, ja, oder eben Bürgerinnen und Bürger zu wenig Interesse auch an Demokratie zeigen, dann führt das eben schon dazu, kann das schon dazu führen, dass man in diesem Index schon hinunterrutscht. Ja. Also 45% aller Länder weltweit sind eben fehlerhafte Demokratien. Natürlich ist es eine sehr große Bandbreite von zum Beispiel eben auch Indien, Südkorea, USA, wie ich schon gesagt habe, Italien. Also da gibt es natürlich auch innerhalb dieser Kategorie noch sehr große Unterschiede. Und dann gibt es hybride Regierungssysteme, also die zwar einerseits vielleicht schon auch Wahlen haben, ja, oder bestimmte Anzeichen von Demokratie auch, allerdings eben, die einfach nicht weit genug ausgeprägt ist, wo einfach das System durch Korruption noch sehr stark von Korruption durchzogen ist und so weiter. Ja. Das sind zum Beispiel Länder wie die Ukraine oder auch Albanien. Und dann gibt es natürlich auch noch die autoritären Staaten, also verschiedenste Formen von Diktaturen. Leider immerhin noch 33% weltweit
gehören eben zu diesen autoritären Staaten. Also da gehört eben, also an unterster Stelle sozusagen ist Nordkorea, aber es gehören natürlich auch Länder wie Afghanistan oder Syrien dazu, ja. Oder auch der Kongo. Es gibt auch andere Indizes, die Demokratie messen. Und man kann natürlich auch sicher viel kritisieren dran, eben weil es ja sehr große Kategorien sind. Also ein bekannter Index ist auch dieser Freedom House Index. Der misst allerdings, der macht nur drei Kategorien, also frei, teilweise frei und unfrei. Und ja, also da gibt es verschiedene Messmöglichkeiten für demokratische Indizes. In Österreich, das finde ich ganz interessant, gibt es noch nicht sehr lange einen Demokratiemonitor. Der ist vom SORA-Institut sozusagen ins Leben gerufen worden, wird aber unterstützt von einer breiten Anzahl an verschiedenen Einrichtungen, also von der Uni Wien über den ORF und so weiter, verschiedene Institutionen, auch vom Städtebund. Und der wird jetzt seit 2018 regelmäßig in Österreich sozusagen das Demokratiebewusstsein messen. Ja. Wichtig eben, das steht eben auch so festgeschrieben im Demokratiemonitor, eine funktionierende Demokratie braucht Bürgerinnen, die eben demokratische Grundhaltungen teilen und sich auch an politischen Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen. Und da versucht eben dieser Monitor, das zu messen und zu schauen, auch aus Sicht der Bevölkerung, wie steht es um die Demokratie. Wichtig da ist auch eben gerade für politische Bildnerinnen, es wird eben auch immer geschaut, was gibt es so für Warnsignale, also wo muss man hinschauen, wo gibt es Dinge, wo man sagt, das ist jetzt im Sinne der Demokratie beunruhigend und was kann man dagegen tun. Also das ist natürlich auch eine der Ziele von diesem Demokratiemonitor. Ja, wen es genauer interessiert, rund um diese Studie, es gibt eine eigene Website, demokratiemonitor.at. Es sind über 2000 Leute, die befragt werden. Und recht wichtig, eben wenn man in der politischen Bildung ist, eben auch 376 junge Leute zwischen 16 und 26. Wie steht es aktuell um die Demokratie in Österreich? Grundlegend ist es als System sehr stark verankert. Also fast 9 von 10 Leuten sagen grundsätzlich, Demokratie ist ein gutes System. Also da ist die Zustimmung in Österreich sehr hoch und 2/3 sagen, es funktioniert auch gut. Ja? Also die Beteiligung ist auch sehr hoch insgesamt, also vor allem bei Wahlen. Ja? Also da beteiligen sich in Österreich im Verhältnis, also im internationalen Verhältnis ja, ist die österreichische Wahlbeteiligung sehr hoch. Trotzdem gibt es ein paar Warnsignale. Und zwar 1/3 der Bevölkerung, also das war jetzt von 2019 zum Beispiel, kann sich demokratische Einschränkungen vorstellen. Also zum Beispiel, dass die Opposition weniger Rechte hat, ja, oder auch Medien, der Zugang für Medien eingeschränkt wird. Also das ist doch relativ viel. Und natürlich jetzt grundsätzlich wenig überraschend, aber dann trotzdem immer was, wo man hinschauen muss. Ökonomische Schwäche beeinträchtigt das Vertrauen in die Demokratie. Also das heißt sozusagen, das ärmste Drittel, ökonomisch ärmste Drittel, beteiligt sich wirklich deutlich weniger als ökonomisch stärkere Bevölkerungsteile. Also beim ökonomisch schwächsten Drittel ist die Wahlbeteiligung nur 40%. Und das ist natürlich schon was, wo man gut hinschauen muss und schauen muss, was gilt es da für Maßnahmen zu treffen und wie können wir eben auch diese Leute gut erreichen und einbinden, dass sie eben ein gewisses Vertrauen in die Demokratie, dass man das wiederherstellen kann oder erhalten kann. Schauen wir uns jetzt kurz ein paar Details an. Also das ist, beim Demokratiemonitor findet man die Daten alle online. Das ist sehr spannend, finde ich, wenn man halt mit Demokratiebildung beschäftigt ist. Wie gesagt, die häufigste Beteiligung sozusagen oder Partizipation bei den Menschen ist, dass man in den letzten 5 Jahren an Wahlen teilgenommen hat, haben 84% angegeben. Das ist ein hoher Wert. Ich meine, es waren viele Wahlen in den letzten 5 Jahren, das muss man natürlich auch sagen. Ja. Trotzdem, das ist ein hoher Wert. Und auch der Einsatz so eben in der Zivilgesellschaft, eben in Schule, in Nachbarschaft für irgendein Thema ist relativ hoch, also 51%. Ja.
wo man sicher Bewegung gemerkt hat in den letzten Jahren, also nicht zuletzt durch die Fridays for Future Demonstrationen, bin ich mir sicher, ist, dass junge Menschen für die Demonstrationen wieder eine wichtige Möglichkeit wären, um sich zu beteiligen. Also das sieht man da unten ganz gut. Also 16- bis 26-Jährige geben an, zu 30%, ja, dass sie an Demonstrationen teilnehmen, um eben politische Anliegen Ausdruck zu verleihen. Das ist bei den Älteren wirklich deutlich weniger. Ja. Also das hat sicher zugenommen, das merken wir auch. Also wenn wir mit Jugendlichen eben darüber reden und im Gespräch sind, also überhaupt kann man sicher insgesamt sagen, dass in den letzten Jahren bei den Jungen eine gewisse Politisierung zugenommen hat. Ja. Sicher einerseits eben durch Fridays for Future und die ganze Klimaschutzdebatten, auch sicher durch bestimmte innenpolitische Ereignisse, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Also das haben wir einfach in den Gesprächen mit den Jugendlichen bei den Werkstätten und Workshops stark gemerkt, dass da eine große Auseinandersetzung da ist und das Interesse, das war schon einmal schwächer. Das schauen wir uns dann eh auch noch an. Ja, da sieht man das auch. Also so die politische Involviertheit von den jungen Menschen in den vergangenen Jahren ist gestiegen. Also da sieht man zum Beispiel, da ist gefragt worden eben danach, ob wer nie mit Familie, Freundinnen, Kolleginnen, Kollegen über Politik spricht. Und das hat sich tatsächlich halbiert. Also sogar, ja, also von 20% von noch 2018 auf 7% 2019. Die Umfrage hat stattgefunden im September 2019. Also es war sicher damals natürlich direkt vor einer Wahl, und nach dem ganzen Ibiza-Skandal, also da ist man dem ja schon fast nicht mehr auskommen einer politischen Diskussion. Bin gespannt, wie es jetzt dann heuer sein wird. Und es haben auch deutlich mehr junge Menschen eine Nationalratssitzung verfolgt. Und es nennen 9 von 10 junge Menschen zwischen 16 und 26 zumindest ein Thema, das ihnen am Herzen liegt politisch. Also das finde ich auch nicht uninteressant und schon recht beachtlich. Ja? Also da kann man jetzt nicht mehr wirklich von Politikverdrossenheit jetzt vom Interesse her und im Großen und Ganzen sprechen. Du Katrin, weil du gemeint hast, eben aktuelles Thema wäre sicher auch die Black Lives Matter Geschichte bzw. das Thema. Hast du da schon irgendwie irgendwelche Zahlen, inwieweit es da vielleicht auch wieder demokratiebewusstseinsfördernd wirkt, weil es im Chat quasi angesprochen worden ist? Mhm. Also glaubst du, dass das genauso auch so einen Effekt hat, wie eben die Klimademonstrationen, Fridays for Future und so weiter? Das wird sich jetzt sicher noch zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Also meine Einschätzung oder was ich mir jetzt gedacht habe, wie diese Demonstrationen ja doch für alle relativ überraschend gleich einmal relativ groß geworden sind. Ich glaube, dass da schon noch diese Bereitschaft von den letzten Demo-Wellen, sage ich jetzt einmal, die jetzt ja schon wieder ein paar Monate zumindest her sind, mitschwappt. Also dass eben einfach schon da das Erlebnis da ist bei einer gewissen Altersgruppe. Das hat was gebracht, dass wir jetzt demonstrieren waren. Also das hat man jetzt ja wirklich deutlich gemerkt. Also jetzt wenn auch noch nicht jetzt in konkreten Maßnahmen vielleicht so stark, aber einfach die Demonstrationen sind ganz stark in den Medien vertreten gewesen, da ist stark darüber berichtet worden, das ist überall aufgegriffen worden und ich glaube, dass das jetzt einfach das so noch nachgezogen hat sozusagen, dass da jetzt das so groß war, dieser Einsatz. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, ja, also ich werde das mit viel Interesse verfolgen, ja, bin gespannt. Super, danke. Gerne. Ja, schauen wir noch eine Übersicht an, die ich auch sehr spannend und interessant finde jetzt noch von diesem Demokratiemonitor. Die Beschäftigung mit Demokratie in der Schule, ja, die ist eben auch gefragt worden. Und zwar eben wirklich die Älteren im Vergleich zu den Jüngeren. Und da sieht man, dass so Beteiligung an Entscheidungen in der Schule, also ist gefragt worden, ob man manchmal an Entscheidungen beteiligt war, also ob man irgendwo mitentscheiden hat können. Und da sieht man schon, dass also 50% jetzt von der Kriegs- oder Nachkriegsgeneration noch gesagt haben, gar nicht. Also hat es überhaupt nicht gegeben. Und jetzt da doch, also 23% sagen oft, dass sie sich in der Schule beteiligen können an Entscheidungen. Und wenn man jetzt die mit gelegentlich noch mitnimmt, ja, also dann sind es doch 2/3, die sagen,
wir können uns in der Schule beteiligen und können sozusagen unsere Interessen auch einbringen. Das heißt, da sieht man schon, dass es da eine große Bewegung gegeben hat und dass eben so das Thema Demokratie und Beteiligung auch stark in der Schule angekommen ist. Ja. Das heißt, wir haben natürlich sicher mit vielen Lehrern zu tun, denen das auch ein Anliegen ist, aber es ist schon auffallend, dass sich da jetzt politische Bildungslehrer, Geschichtelehrer viele Gedanken drum machen und dass das auch nicht bei der Schule Halt macht, wie ich schon gesagt habe, auch in den jüngeren Einrichtungen, Kindergarten und so weiter, aber auch darüber hinaus. Also ich denke mal, in der offenen Jugendarbeit ist ja Haustreffen und so weiter, das ist ja schon sehr Usus worden. Ja? Also ich denke mal, das ist schön zu sehen, dass es da in eine gute Richtung geht und dass sich das eben auch auswirkt auf die Jugendlichen und auf das Interesse. Und da möchte ich jetzt noch kurz eingehen, eben weil ich sehe da schon auch einen Zusammenhang oder den kann man auch sehen, also einfach, dass in Österreich seit 2007 ja das Wahlalter auf 16 gesenkt worden ist und dass einfach auch dadurch die Notwendigkeit da war oder eben die Notwendigkeit gesehen worden ist, dass man Jugendliche schon stärker eben politisch bindet, sage ich mal, und eben auf das demokratische Leben vorbereitet. Also allein deswegen, abgesehen davon, dass es halt natürlich jüngeren Menschen schon mehr Mitbestimmung bietet, aber allein deswegen finde ich das, möchte ich jetzt sagen, nach meiner Meinung nach einen genialen Schritt, weil man halt einfach in diesem Alterssegment noch viele Möglichkeiten hat, den jungen Leuten da noch viele Ätzes mitzugeben, was eben jetzt gerade vor Wahlen schon wirklich wichtig ist. Und das sieht man jetzt eben auch dann in den Zahlen. Also ganz kurz, also Österreich hat da nach wie vor eine Vorreiterrolle, was das Wählen mit 16 angeht. Interessanterweise, wundert mich fast, dass noch so wenig andere EU-Länder nachziehen. Also in Deutschland fängt es jetzt an auf kommunaler Ebene. Also ich war jetzt im Jänner mal in Baden-Württemberg, da in der Landeszentrale für politische Bildung. Die waren total stolz, dass sie jetzt auf Landesebene Jugendliche ab 16 wählen dürfen. Und ansonsten ist jetzt in der EU nur Malta, das eben die gleichen Rechte ab 16 gewährt wie Österreich. Wie hat es ausgeschaut in den letzten Jahren bezüglich Wählen gehen mit der Wahlbeteiligung? Also das ist bei den Jungwählerinnen schwankend gewesen, das muss man jetzt schon dazu sagen. Also 2008 war so ein First-Time-Boost, also da war das auch medial ganz stark vertreten und da sind sicher viele Initiativen gesetzt worden, da war eine hohe Wahlbeteiligung unter den Jungen, höher als die allgemeine, also sonst die Wahlbeteiligung im Durchschnitt der Bevölkerung. Und das ist dann abgesunken 2013, wobei, auch da muss ich jetzt dazu sagen, da ist allgemein die Wahlbeteiligung stark gesunken und war bei der Nationalratswahl 2013 auf einem Tiefstand nach 1945. Und jetzt, aber sehr interessant, hat ab 2013 da wirklich eine Veränderung stattgefunden, ein positiver Trend. Also zu 2017 hin, also da war die letzte größere Befragung unter jungen Wählerinnen und Wählern, wo die Wahlbeteiligung wieder sehr hoch war, also mit fast 80%, ja, haben sie angegeben. Das muss man jetzt dazu sagen, das ist eine Befragung, also angegeben, dass sie wählen waren. Wo bei dieser Befragung da 2017, also da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, also da ist eben geschaut worden, woher haben Jugendliche ihre Informationen rund ums Wählen? Also wo passiert politische Sozialisation? Das ist interessant für politische Bildner natürlich. Und auch, wie informieren sie sich über Politik? Ja, also und natürlich, was führt dazu, dass sie eher wählen gehen oder auch nicht? Ja? Wenn wir jetzt einmal schauen, wo werden sie politisch sozialisiert, ist an erster Stelle jetzt wenig überraschend natürlich die Familie. Aber dann, wenn man schaut, also finden doch sehr viele Diskussionen offensichtlich in der Familie statt oder Gespräche über Politik. Also das gibt wirklich einen Großteil, fast 3/4 geben an, dass sie in der Familie politisch zumindest hin und wieder sprechen oder diskutieren oder Fragen stellen können. Gleich danach und eben sehr wichtig ist die Schule. Ich sage jetzt deswegen sehr wichtig, wenn man da einfach ganz bewusst Angebote setzen kann und eine große Anzahl an Jugendlichen erreicht natürlich. Und da werde ich dann eh noch ein bisschen drauf eingehen.
Und dann wurde auch danach gefragt, wie viele Aktivitäten sie rund um Politik, also wie viele Diskussionen sie in der Schule oder sonst wo geführt haben, ob sie Institutionen zum Beispiel besucht haben, ob sie am Jugendparlament und so weiter teilgenommen haben. Also das sind so nach bestimmten Aktivitäten gefragt worden. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass wenn Jugendliche, also es sind bis zu vier Aktivitäten, haben sie angeben können, und wenn Jugendliche viele Aktivitäten rund um Politik gemacht haben, dass das Interesse an Politik stark gestiegen ist. Also die vier Aktivitäten gemacht haben, und das waren aber schulbezogene, also quasi verpflichtende, da haben 80% angegeben, dass sie politisch interessiert sind. Also da kann man schon diesen Schluss vornehmen, wenn man Aktivitäten setzt, dann steigt das politische Interesse. Ja. Genauso hat sich gezeigt, dass die Medien, also politische Debatten in den Medien, auch was sind, was Jugendliche nutzen, um sich vor der Wahl zu informieren. Ja. Also da haben auch über 60% angeben, dass sie politische Debatten in den Medien sich zumindest einmal angeschaut haben. Wichtig ist eben da, wenn wir jetzt hinschauen, ja, was sind diese Aktivitäten? Also ich denke mir, das ist ja was sehr motivierend auch sein kann, wenn man eben junge Leute mit Politik beschäftigen will. Zentral ist, da zu vermitteln bei diesen Aktivitäten, Politik hat etwas mit meinem Leben zu tun. Ja? Also es muss eben, wenn es reicht nicht, dass es irgendwelche Aktivitäten natürlich sind, also bis zu einem gewissen Grad ja, also es ist nicht nach der Qualität der Aktivitäten gefragt worden, aber es ist zum Beispiel auch danach gefragt worden, ob die Aktivitäten Spaß gemacht haben. Ja? Und da zeigt sich natürlich auch, also insgesamt kann man sagen, dass es macht ihnen Spaß, politisch zu diskutieren. Also das gibt eine Mehrheit an. Aber auch da ist wieder, je mehr Spaß es gemacht hat, über eben sich mit Politik zu beschäftigen, desto größer ist das politische Interesse. Und je stärker das politische Interesse ist, desto höher ist dann auch die Wahlbeteiligung. Also da gibt es einen starken Zusammenhang. Entscheidend ist also, die Jugendlichen brauchen einerseits Information, und das andere ist auch Kontakt zu Politik. Also mit Kontakt natürlich im besten Fall, und ich denke mal, wenn wir jetzt auf die Gemeinderatswahlen schauen, ist natürlich ein direkter Kontakt. Also das erleben wir auch bei unseren Formaten, wie jetzt zum Beispiel Mitmischen im Landhaus, ganz stark. Aus den Rückmeldungen der Jugendlichen, die dann sagen, okay, jetzt habe ich mal einen Politiker persönlich kennengelernt, der hat sich Zeit für mich genommen, hat meine Fragen beantwortet. Und da merken wir aus den Rückmeldungen, das steigert das Interesse enorm. Also bei uns können die Jugendlichen nach den Mitmischen im Landhaus, nach den Gesprächsrunden einfach so frei ihre Kommentare abgeben, wie es ihnen gefallen hat, also was sie gut gefunden haben, was sie nicht gut gefunden haben, und auch einfach sich frei äußern sozusagen. Und da ist die Anzahl derer, die sagen, also die Gesprächsrunde hat für mich, also war positiv, also der Kontakt mit den Politikern war positiv, also es hat mir was gebracht, dass ich mich leichter entscheiden kann zur Wahl, das ist wirklich sehr hoch, das merken wir immer. Also wenn man diese Möglichkeit hat, einen direkten Kontakt herzustellen, ist das auf alle Fälle positiv. Sofern das natürlich halbwegs gut verläuft, das ist natürlich klar. Ja, wie ich schon gesagt habe, also der Spaß an politischen Diskussionen erhöht auch das Interesse an Politik, ja. Ganz kurz möchte ich jetzt noch auf den Beutelsbacher Konsens eingehen, bevor wir uns dann ein paar Möglichkeiten anschauen und ein paar Methoden, was kann man machen mit jungen Leuten, also wie kann man mit ihnen methodisch vorgehen, was bietet auch unser Projekt Alt genug an Möglichkeiten, Jugendliche zu informieren und sich mit ihnen damit Politik zu beschäftigen. Der Beutelsbacher Konsens ist so ein Grundsatz für politische Bildung, der ist 1976 entstanden, also es ist jetzt auch schon relativ alt. Da haben sich in Deutschland, in der Nähe von Stuttgart, einige politische Didaktiker und Didaktikerinnen getroffen und wollten sich eben damals so ausreden, was eben wichtig ist für politische Bildung. Das ist ein relativ legendäres Treffen gewesen, wo sie sich auch recht in die Haare gekriegt haben, die politischen Didaktiker. Weil sie sich uneins waren in vielen Dingen, wie man
jungen Leuten Politik vermitteln kann. Trotzdem sind bei dieser Tagung dann ist eben ein Konsens rausgekommen, worüber sie sich dann alle einig waren, eben die Didaktiker. Und der gilt eben bis heute und ist für ganz viele Einrichtungen Grundlage, worauf sie sich beziehen. Also das ist auch für uns so. Und das sind eben drei so Grundsätze. Also das eine ist ein Überwältigungsverbot. Also das heißt, ich als Lehrender, also in dem Fall bezieht sich stark auf den Schulunterricht, muss jetzt dazu sagen, aber ich denke mal, das ist egal, wo ich mit jungen Leuten zu tun habe, wenn ich ihnen Politik vermitteln will, immer wichtig. Also ich als Lehrender darf Schülerinnen und Schülern meine Meinung nicht aufzwingen, meine politische. Also es kann mir noch so sehr vorkommen, dass das die richtige Meinung ist sozusagen, aber ich darf ihnen das nicht aufzwingen, sondern ich soll schauen, dass sie in der Lage sind, dass sie sich eben mit Hilfe des Unterrichts oder wie auch immer mit Hilfe des Angebots, das ich ihnen setze, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können. Das klingt jetzt einmal in der Theorie, finde ich, gar nicht so schwer vielleicht, ja, also dass ich meine Meinung nicht aufzwinge. Aber natürlich, wenn man dann so im Detail schaut, ja, also was ist wichtig für ein gutes Leben? Also wenn ich jetzt da eben an die Klimademonstrationen denke zum Beispiel, ja, also Klimaschutz, wie gehe ich dann damit wirklich um? Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel pro Klimaschutz bin, wie gehe ich damit als Lehrperson um das mit den Jugendlichen zu besprechen? Und da kommt das zweite Gebot ins Spiel, das Kontroversitätsgebot. Das heißt, wenn ich als Lehrender eben zu einem Thema mit den Jugendlichen diskutiere, dann muss ich gewährleisten, dass auch andere Ansichten dargestellt werden. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich Verschwörungstheorien darstellen soll, sondern dass ich einfach, es gibt ja auch in der Wissenschaft verschiedene Meinungen oder halt natürlich in der Politik werden Dinge kontrovers diskutiert. Und ich muss in irgendeiner Art den Jugendlichen ermöglichen, dass sie sich eben da so informieren können, dass eben verschiedene Meinungen dargestellt oder gehört werden. Manchmal ergibt sich das ja daraus, dass man in einer Gruppe, in einer Jugendgruppe, Klasse oder wo auch immer man ist, ja sowieso schon verschiedene Meinungen da sind, ja. Und ich kann die eben nutzen, dass ich eben die Diskussion, dass da alle zu Wort kommen. Manchmal kann es aber sein, dass ich jetzt mit einer Jugendgruppe zu tun habe, die eh alle auf meiner Seite sind. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment einfacher, ja. Und dann gilt es aber natürlich besonders hinzuschauen, ja. Gibt es auch vielleicht andere Bevölkerungsgruppen mit ganz anderen Interessen und wieso ist das so? Ja? Also das heißt, ich muss da schauen, dass es eben eine Kontroversität in der Diskussion gibt. Und das Dritte ist, ich muss schauen, dass ich den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gebe, dass sie ihre Situation in der Gesellschaft analysieren und schauen, was haben sie für eine Position, dass sie die selber analysieren können und sich auch an politischen Prozessen beteiligen können. Das fängt eben mit der Wahl natürlich jetzt zum Beispiel an. Ja? Also die Jugendlichen brauchen die entsprechenden Informationen, dass sie überhaupt zur Wahl gehen können natürlich. Aber andererseits auch, ja, also dass die Jugendliche schauen können, ja, ich bin ein Lehrling, ich habe eine Lehrstelle, also was ist da damit verbunden, ja, in der Gesellschaft? Ja? Was sind da für spezifische Interessenslagen jetzt vielleicht da, ja? Ja, und jetzt von der Theorie quasi und vom Beutelsbacher Konsens gleich wieder zur Praxis. Jetzt, nachdem wir direkt vor Gemeinderatswahlen stehen, möchte ich euch auf ein Projekt hinweisen, das wir gemeinsam mit Logo durchgeführt haben oder immer noch durchführen. Der Jojo und ich sind da seit 2014, glaube ich, dran, gell? Und das ist eben so ein Projekt, dass es eben jungen Leuten und halt eben auch euch, die ihr mit jungen Leuten arbeitet, ermöglichen soll, sich über Wahlen zu informieren und zu schauen, also eben einfach ja, umfassend informiert zu sein, wie kann ich zur Wahl gehen, was gibt es da für mich zu beachten. Also das fängt damit an, eben wirklich mit dem konkreten Wahlgang, aber auch, wie informiere ich mich vorher über die Alternativen, die zur Verfügung stehen und so weiter. Wer da schauen mag, auch da gibt es eine eigene Website, www.altgenug.sd.
Das ist auch jetzt aktuelle Infos drauf zu den Gemeinderatswahlen. Es gibt auch so Fragen und Antworten jetzt zu Gemeinderatswahlverschiebungen, die Jugendliche interessieren könnten. Man findet auch allerlei Materialien und so weiter online. Also das könnt ihr euch alles runterladen, auch Unterrichtsmaterial. Da werde ich jetzt eh noch kurz drauf eingehen. Wir haben eine Arbeitsmappe auch erstellt für Erstwählerinnen, die jetzt einerseits wirklich für den Unterricht gedacht sind und Unterrichtsmaterialien beinhalten, aber wo auch viele Anregungen drin sind, die man sicher auch in, zum Beispiel eben in der offenen Jugendarbeit oder in anderen Jugendgruppen mit Jugendlichen bearbeiten kann oder besprechen kann. Da möchte ich euch dann ein Arbeitsblatt, also eine Methode daraus vorstellen und eben jetzt noch ein paar andere Methoden. Und wir haben auch Plakate gemacht. Da gibt es auch noch welche, eh bei Logo auch abzuholen und zu bestellen oder bei uns, bei Beteiligung SD. Die sollen natürlich dazu dienen, einfach Jugendliche an die Wahlen zu erinnern und darauf aufmerksam zu machen, dass es eben jetzt dann Wahlen sind, dass man zur Wahl gehen soll. Ja, jetzt zu den Methoden. Was kann man machen? Interessant kann es einfach schon einmal sein, mit Jugendlichen zu überlegen, was hat in deinem Leben gar nichts mit Politik zu tun? Also das mache ich sehr gern mit Jugendlichen und wir machen das auch schon mit den noch relativ jungen Jugendlichen, also mit den Kindern noch in Kindergemeinderäten. Was hat überhaupt nichts mit Politik zu tun? Ja? Das ist einmal ganz interessant, sich das zu überlegen. Dann lade ich euch auch dazu ein, wenn ihr euch das kurz überlegen wollt. Wenn ich dann mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen drüber rede, dann kommen halt so verschiedene Dinge, also was weiß ich, wie mich schmink, ja, oder halt auch, was ich morgen für einen Sport mache oder was sie zum Essen isst, ja. Und dann begeben wir uns da gemeinsam quasi in die Analyse und schauen, ja, wie mich schmink oder ob ich mich schmink, hat das wirklich nichts mit Politik zu tun, also eine Bekannte von mir kommt zum Beispiel aus dem Iran, da darf man sich nicht die Fingernägel lackieren. Ja? Also da kriegt man für jeden Fingernagel eine Strafe, der lackiert ist. Ja? Also hat das wirklich nichts mit Politik zu tun. Ja? Oder ob es okay ist, auch zum Beispiel als Mann sich zu schminken und das akzeptiert ist. Genauso, ob ich jetzt einen Waldspaziergang irgendwo machen kann. Ja? Also ob ich jetzt da einfach irgendwo durchgehen kann durch den Wald, auch wenn das vielleicht Privatbesitz ist oder nicht. Ja? Oder wenn ich Sport machen gehe, gibt es überhaupt Sportstätten, wo ich Sport machen kann? Ja? Darf ich auf der Straße Skateboard fahren oder nicht? Ja? Also das heißt, das finde ich schon mal sehr spannend mit Jugendlichen. Das kann man ja sehr informell machen, also einfach so im Gespräch. Ja? Oder man kann auch wirklich so, also das als Methode mit einer Gruppe anwenden und sie mal in der Kleingruppe gemeinsam überlegen lassen, was hat nichts mit Politik zu tun und sie gemeinsam da eben Sachen sammeln lassen und dann das in der großen Gruppe zu besprechen, das ist oft total spannend, weil sie sich dann ja auch selber irgendwie so aufmerksam machen, na, stimmt gar nicht, schau da eben, wo du Sport machst oder was du für Essen kaufen kannst oder ob es gesunde Lebensmittel gibt und so weiter, das hat alles eigentlich mit Politik zu tun. Ja? Also so ein politikfreies Leben in dem Sinn gibt es nicht. Vielleicht fällt jemandem von euch irgendwas ein, was gar nichts mit Politik zu tun hat, bin gespannt. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört, was man nicht dann doch irgendwie mit einer politischen Sphäre verbinden hat können. Ja, eine nette Methode ist auch so ein Meinungsbarometer zu Demokratie. Also das kann man sehr gut machen mit Gruppen, aber natürlich auch, ja, also das ist natürlich was, was eher in Gruppen, aber in sehr unterschiedlichen Gruppengrößen möglich ist. Also wo man zum Beispiel auf dem Boden ein langes Klebeband hinklebt und sagt, also auf der einen Seite ist 0% Zustimmung, auf der anderen Seite 100% Zustimmung. Und man gibt ihnen so bestimmte Aussagen und sie müssen sich überlegen, ob sie dem zustimmen zu 100% oder zu 0% oder irgendwo dazwischen. Also zum Beispiel könnte es jetzt sein, Minderheiten müssen sich nach der Mehrheit richten. Ja? Und da sieht man schon, gut, stimmt man dem jetzt 100% zu oder überlegt man sich, ich meine, ist das immer gut? Müssen sich Minderheiten immer nach der Mehrheit richten oder soll es auch sowas geben eben wie einen Minderheitenschutz? Ja? Also dass
dass es nicht immer alles nach der Mehrheit geht, also so wie es ja in einer Demokratie auch in vielen Bereichen gibt. Und was bringt es mit sich, ein Minderheitenschutz? Also das heißt, man kann dann sofort mit Ihnen gut einsteigen in eine Diskussion und man sieht, dass viele Dinge nicht so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Das kann sich natürlich auch auf den Lebensbereich Schule beziehen. Also in den Schulen gibt es echte Mitbestimmungsmöglichkeiten zum Beispiel. Dass dann, also erlebe ich oft, dass sie sagen, gibt es nur wenig oder gibt es keine. Also muss ich wirklich sagen, also das ist schon gerade bei den Älteren in den weiterführenden Schulen, die finden das in der Klasse, dass das ganz gut geht, aber so insgesamt in der Schule wird das eher meistens als nicht so gut bewertet. Genau, also da eben die Schülerinnen, ob sie in der Klasse ihre Meinung sagen können, einfach unter den Freunden auch, ohne dass sie einen Nachteil befürchten. Oder zum Beispiel sowas wie auch eine Demokratie braucht eine starke Führungsperson. Ja? Also, und da kann man dann sehr gut mit ihnen gleich einmal einsteigen, eben in ein Gespräch und auch sie untereinander fangen dann an, miteinander zu diskutieren. Ja? Braucht es das eben eine starke Führungsperson? Was hat es auch für Vorteile und was hat es für Nachteile? Ja? Also es gibt ja natürlich, wenn man sagt, na, auf keinen Fall, es darf keinen starken Führer geben. Ja, was heißt es dann, wenn es keine starke Führungsperson gibt? Also es hat ja alles Vor- und Nachteile. Auch das finde ich ganz wichtig, Ihnen aufzuzeigen, dass es da nicht schwarz und weiß gibt in diesen Themen. Ja, und dann zum Beispiel natürlich, also Diktaturen haben auch Vorteile, wenn es eine gute Führungsperson an der Spitze gibt. Ja? Auch das ist natürlich ein Satz, über den man mit Ihnen sehr gut diskutieren kann. Eine andere Methode, also die ist jetzt zum Beispiel eben auch in der Unterrichtsmappe drinnen, im Unterrichtsmaterial, wer hat die Wahl in Österreich? Das sind einfach so verschiedene quasi Personen beschrieben mit bestimmten Parametern, also zum Beispiel eben die Marina ist 39 und aus Albanien und lebt seit 15 Jahren in Österreich und führt den Lebensmittelladen mit 4 Angestellten. Und dann gilt es eben zu schauen, einerseits darf die bei uns wählen, diese Person, die Marina, oder darf sie nicht bei uns wählen. Und dann auch so die persönliche Einschätzung der Jugendlichen, sollte die Person in Österreich wählen dürfen. Also immerhin lebt sie schon lang da, hat ein Lebensmittelgeschäft, hat sogar 4 Angestellte. Also wenn man jetzt so will, bringt dem Staat natürlich viel, darf aber nach dem Wahlrecht natürlich trotzdem nicht wählen. Oder zum Beispiel der Jörg ist ein Angestellter und lebt seit 20 Jahren im Ausland, ist eigentlich nur noch hier gemeldet und verbringt aber nur noch eine Woche im Jahr in seiner Heimatgemeinde. Darf der wählen bei uns? Ja, darf er. Und was sagen die Jugendlichen, soll er bei uns wählen dürfen? Also jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel um die Gemeinderatswahl geht, was hat er da noch, was betrifft ihn die Gemeinde überhaupt noch? Ja? Und dann zum Beispiel der Rudolf, seit 3 Jahren arbeitslos, lehnt die Demokratie ab und war noch nie wählen. Ja? Er darf natürlich wählen, ja? Also hat das Wahlrecht. Aber soll der wählen dürfen oder nicht? Also wenn jetzt, man kann das natürlich dann weiterführen, die Methode, also wenn du entscheiden kannst, wer wählen darf und wer nicht wählen darf in deinem eigenen Land, also wenn du ein eigenes Land erschaffen kannst und entscheiden kannst, wer wählen gehen darf, darf dann so jemand wählen oder nicht? Und dann halt vielleicht auch der Dom, der erst 15 ist, aber ein Lehrling und schon eine Jungschergruppe führt und auch beim Jugendrotkreuz ist, darf leider noch nicht wählen. Oder eben zum Beispiel die Edina aus Finnland, die eben seit 4 Jahren in Österreich lebt, aber noch kaum Deutsch kann. Die wäre ja so ein Beispiel für eine Person, die auf Gemeinderatsebene wählen darf, auch auf EU-Ebene natürlich. Vielleicht aber trotzdem natürlich in Österreich noch nicht viel mit ihrer also mit ihrer Wohngemeinde verbindet, kann man vermuten, muss natürlich auch nicht sein. Also das heißt, anhand von so verschiedenen Lebensentwürfen, Lebensbeschreibungen von einzelnen Personen, die jetzt natürlich ausgedacht sind, aber wofür es sicher Beispiele in der Realität gibt, mit den Jugendlichen gemeinsam zu überlegen, einerseits natürlich darf so jemand wählen, weil das ist ja jetzt auch nicht mehr so leicht zu durchblicken. Auf Gemeinderatsebene ist das ja anders wie auf Nationalratsebene und wieder eben wie auf EU-Ebene. Und auch, was finden die Jugendlichen, ist das
gerecht oder ungerecht? Also würden Sie finden, dass diese Person wählen darf oder nicht? Ja, und auch eine nette Methode, die wir gern machen, auch mit Kindern, Aufbruch in ein neues Land. Also das kann man auch in anderen Varianten machen, zum Beispiel Aufbruch in eine neue Schule. Also eben mit einer Gruppe von Kindern, Jugendlichen. Wir brechen auf in ein neues Land und nehmen einige Dinge dahin mit. Und unterwegs an Bord ist dann Unwetter und man muss viele Dinge über Bord werfen und dann zuerst in Kleingruppen und dann in der ganzen Gruppe überlegen, worauf können wir am ehesten verzichten? Was würden wir am ehesten über Bord werfen? Und das sind halt so verschiedene Dinge, die jetzt natürlich in dem Sinn keine Dinge sind, aber die wir uns halt trotzdem mitnehmen wollten. Also zum Beispiel, dass ich meine Meinung sagen kann, ohne dass mir was passiert. Oder dass ich sauberes Wasser zum Trinken habe. Oder Geld, das ich ausgeben kann, wie ich will. Oder halt auch so Sachen wie Cola und Hamburger oder faire Behandlung und so weiter. Das ist sehr spannend. Also wir haben eben auch die Methode eben mit Aufbruch in eine neue Schule. Und da sieht man immer, also was als erstes fällt Ihnen natürlich, also jetzt ja, die Sachen, die eben zwar vielleicht gut schmecken oder lustig sind, aber nicht unbedingt notwendig, also sowas wie Cola und Hamburger oder vielleicht ein eigenes Zimmer. Schwieriger wird es dann schon, wenn ich mir entscheiden muss, ob ich meine Meinung noch sagen kann oder faire Behandlung und Nichtdiskriminierung will. Was wir immer merken, ist, dass dann überbleiben sind die sozialen Dinge, also dass ich gute Klassengemeinschaft zum Beispiel habe in der Schule, ja, oder halt so angenommen werde, wie ich bin, ja. Also sozusagen die sozialen Komponenten fürs gute Zusammenleben sind das, wo die Kinder sich da am schwierigsten entscheiden können oder wo halt die meisten Diskussionen dann auch sind. Ja, und es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, also jetzt vor allem jetzt vor der Gemeinderatswahl, aber vielleicht auch nach der Wahl, wie man Jugendliche für Politik, für Demokratie interessieren kann. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ein eigenes Wahlplakat mit allen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten zu gestalten. Also das habe ich auch schon in einem Jugendzentrum gesehen, dass eben dann gemeinsam so ein Plakat aus den verschiedenen Wahlprospekten gestaltet worden ist, wo alle Spitzenkandidaten und Kandidatinnen vorgestellt waren. Das Hangen ist über dem Sofa, also wo dann einfach die Jugendlichen gern sitzen und wo man dann einfach so informell auch mit ihnen ins Gespräch kommen kann über die Leute, die da eben auf dem Plakat zu sehen waren. Also das ist eben wieder sowas, was eben die Wahlen oder Demokratie in den Blick rückt sozusagen. Oder man kann natürlich auch schauen, dass man Antworten von Spitzenkandidatinnen und Kandidaten sammelt für Jungwählerinnen. Man natürlich wäre das schön, wenn man das live machen kann, ganz klar, und sie selber fragen können. Aber wenn das jetzt eben noch nicht möglich ist, man kann Fragen zum Jugendlichen sammeln, eben über Jugendzentrum, über Vereine, über Schulen und so weiter. Und die Antworten eben bei den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen einholen und dann eben veröffentlichen über die sozialen Medien. Gemeindezeitung ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen knapp. Aber natürlich kann man das auch nach der Wahl machen. Genauso wie man einen Polit-Talk vor oder nach der Wahl machen kann. Also das heißt, man ladet eben die Spitzenkandidaten, Kandidatinnen ein. Man ladet nachher die neuen Leute im Gemeinderat ein und schaut, dass die Jugendlichen ihre Fragen stellen können. Gut ist es natürlich, wenn das moderiert wird, vielleicht von jemandem Externen, ja, der da eben eine gewisse Überparteilichkeit auch hat und weniger involviert ist. Man kann das natürlich auch als Online-Format machen. Ja. Eine nette Idee ist auch das Wahlfrühstück für Jungwählerinnen, vielleicht zum Beispiel im Jugendzentrum nach der Wahl, also am Wahlsonntag. Jetzt natürlich mit ein bisschen Abstand, aber ich denke mir, draußen, es ist jetzt Ende Juni die Wahl, kann man das sicher auch machen, dass man einfach ein kleines Stehcafé macht, das den Jugendlichen ein Stück Wertschätzung gibt, dass sie jetzt da bei der Wahl teilgenommen haben. Ja, und vielleicht auch sowas wie eine Demokratiemaschine zusammenzeichnen oder bauen, je nachdem, wie alt die Kinder und Jugendlichen sind, wo man dann eben vorher gemeinsam überlegt, was braucht so eine Demokratiemaschine, also was kommt da, was beinhaltet die alles, was hat die für Teile, ja, die man sehen kann oder die man eben bauen kann gemeinsam. Also das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten für verschiedene Altersgruppen,
wie man Jugendliche an Demokratie und Politik heranführen kann. Ich kann euch einige Methoden, auch wenn es interessiert, im wie gesagt zuschicken lassen. Einige sind auch drinnen in diesem Unterrichtsmaterial, das kann ich auch gern dann anhängen und euch schicken, Jojo. Ja, kurz vor 11 habe ich gerade gesehen, bin ich einmal mit meiner Präsentation am Ende. Ist meine Frage natürlich, gibt es von euch Fragen oder Anregungen natürlich auch und Ideen, was man mit Jugendlichen machen kann? Ja, vielen Dank, liebe Katrin. Ganz, ganz viele und spannende Inputs und auch Ideen für Aktivitäten und ums Thema Demokratieverständnis. Meine Einladung an euch, ein paar Minuten haben wir noch. Gibt es Fragen, dann bitte in den Chat damit und ich werde sie dann stellen für euch. In der Zwischenzeit vielleicht eine Frage von mir. Da kommt schon die erste. Wie komme ich zu diesen angesprochenen Unterlagen? Gut, die Frage kann ich gleich selbst beantworten. Die bekommt ihr quasi von uns dann zugeschickt. Wir kriegen sie genau. Von der Karte und werden sie weiterleiten. Aber Frage von mir, wenn ich jetzt mehr oder weniger nicht die Ressource habe, dass ich jetzt so ein Projekt von Anfang an gleich aufziehe oder eine spezielle Aktivität, was wären so für dich erste Schritte, um einfach so ein bisschen ins Thema Förderung Demokratieverständnis gehen? Wir haben heute totale bunte Mischung von unterschiedlichsten Einrichtungen. Gell? Also wir haben Schulsozialarbeit da, habe ich gesehen, wir haben aus der sozialen Arbeit Einrichtungen da, auch Jugendzentren natürlich. Aber was sind so die ersten Schritte? Also ganz wichtig finde ich, dass man einfach so, eben wie jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel Wahlplakat, ja, oder halt eben natürlich kann man auch so vorgefertigte, alt genug Plakate oder so aufhängen, dass einmal hingewiesen wird und dass man einfach Gelegenheiten bietet, überhaupt über das Thema zu reden. Ja. Das kann eben, wie gesagt, in verschiedenster Form sein. Und wenn es eben, natürlich, das ist im Jugendzentrum leichter, dass man dann halt auch die Wahlberichterstattung mal rennen hat am Fernseher oder so, ja, oder halt zusammen anschaut oder also wenn man halt online was sieht, ja, irgendein Video oder so, das irgendwie darüber informiert, dass man einfach einmal so informell ins Gespräch kommt zu dem Thema. Das ist einmal ganz klar. Und natürlich, für viele wird es wahrscheinlich nur der informelle Rahmen sein. Also wenn du, wie du sagst, in der Jugendarbeit, wenn es nicht mit Gruppen ist, ganz klar. Aber wie gesagt, also da einfach Gelegenheiten schaffen, drüber ins Gespräch zu kommen, wenn was kommt, das dann aufgreifen. Auch wenn es eben Sachen sind, wo man sagt, gut, ja, das ist jetzt vielleicht demokratiepolitisch eher gefährlich oder so, natürlich. Auch das ansprechen und aufgreifen, ja, und als Gelegenheit nutzen, darüber zu reden. Also zum Thema machen, darf ich zusammenfassen. Ich glaube, das ist wohl in jeder Einrichtung von der Ressource her drinnen. Ja, es ist keine weitere Frage im Chat gekommen. Solltet ihr jetzt rausgehen aus diesem Zoom-Meeting und dann die entscheidende Frage euch einfallen, könnt ihr natürlich gerne auch uns per E-Mail zukommen lassen. Wir leiten es dann an die Katrin weiter. Ihr seht auch auf der Folie noch die Möglichkeit, direkt mit der Katrin in Kontakt zu treten über E-Mail oder Telefon. Ich sage nochmal herzlichen Dank, Katrin, für deine Zeit, gerne. Für den wertvollen Input heute. Danke euch allen, dass ihr wieder mit dabei wart. Morgen geht es noch ein letztes Mal im Monat Juni weiter, nämlich mit dem Thema Stammtischparolen und Argumentation dagegen und Strategien finden, wie gehe ich damit um. Passt ja auch ein Stückchen weit, wenn ich eben mit Jugendlichen rund ums Thema Demokratie zum Beispiel am Anfang zu diskutieren, um da ein bisschen fit zu werden. Wie gesagt, ihr bekommt von uns die Teilnahmebestätigung. Vielen Dank, wir wünschen euch einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns dann morgen wieder an selber Stelle. Tschüss. Ciao, Baba.